war ein langer Flug. Und ich werde immer schwerer, wie es aussieht. Ruh dich aus, aber bleib in der Nähe. Das Orakel sagte, es sei in einem Gebäude ohne Ecken auf einer fliegenden Insel zu finden. Tugato ist die einzige fliegende Insel, die ich kenne. Hoffen wir, dass es hier ein paar Antworten gibt. Boah, das ist tief. Da möchte ich nicht hinunterfallen. Ein Luftschiff, wie man es auf einer fliegenden Pirateninsel erwarten sollte. Ich würde... Oh, nein. Ist das... die Mary? Das hieße... Verflixt. Wenn die Mary hier ist, kann er nicht weit sein. Ein Wiedersehen mit ihm ist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Butterblume hat auf dem Weg hierher tapfer gegen alle Winde gekämpft. Aber nun scheint sie am Ende ihrer Kräfte. Sie hat sich eine Auszeit verdient. Keine Ahnung, was mit dem Steg passiert ist. Aber ich habe eine ziemlich klare Vorstellung davon, wer dafür verantwortlich sein dürfte. Seltsam. Warum kleben hier Wasserschnecken am Steg? Vielleicht dachten sie, es ist ein Steg und zu einem Steg gehören Schnecken. Egal, ob er im Wasser steht oder in der Luft schwebt. Der Erzmagier hat die lange Reise von Seefels hierher gut überstanden. Ich hoffe, das Orakel im Haus ohne Ecken kann mir sagen, wie man ihn zurückverwandeln kann. Eine ziemlich verbeulte Pfanne. Sieht aus, als hätte sie eine Explosion überstanden. Hier im Inneren sind verkrustete Salzreste. Ich kenne diese Schnecken. Purpurschnecken werden sie genannt. Zur Verteidigung sondern sie ein Sekret ab, das stinkt und sich in der Luft purpur färbt. Es wird als Färbemittel benutzt. Ich lasse die Schnecken lieber in Ruhe. Ich will keine purpurnen Finger bekommen. Was ist denn da los? Ferner haben sie den Fez des Staatsanwalts geklaut, ihn bewusstlos geschlagen und einen Teil der Insel durch Magie beschädigt. Wir haben den blöden Affen nicht bewusstlos geschlagen. Er hat sich selber ausgenockt. Ruhe! Die Angeklagten sprechen nur, wenn sie gefragt werden. Und nennen Sie den Herrn Staatsanwalt nicht einen Affen. Dürfte ich erfahren, was hier los ist? Ivo? Rutsch, rutsch, Levo! Hallo, Vieh. Schön, dich zu sehen. Dick? Wer ist Dick? Ruhe! Dies hier ist eine Gerichtsverhandlung und kein Zirkus! Ich stelle die Frage gern noch einmal. Was ist hier los? Man hat Vieh und mich grundlos festgenommen. Mit dir habe ich nicht gesprochen. Die beiden haben versucht, meine Zauberlampe zu stehlen. Und sie haben meine Insel beschädigt. Außerdem haben sie meine Freundschaft missbraucht und wollten mich hier alleine zurücklassen. So wie alle anderen. Der Hässliche ist bekannt dafür. Hört, hört. Aber damit ist nun Schluss. Hier wird fair und unabhängig über beide gerichtet werden. Dann verlange ich einen Anwalt. Ruhe! Ich schätze, du bist der rote Pirat. Du hast von mir gehört. Nate hat häufiger von dir erzählt. Nur Schlechtes, hoffentlich. Vor allem, dass du ihm Kopfgeldjäger auf den Hals gehetzt hast, weil du dein Schiff zurückhaben wolltest. Die Mary ist nicht sein Schiff. Ich habe sie in einem fairen Spiel gewonnen. Du hast betrogen. Ja, und zwar besser als du. Also habe ich fair gewonnen. Ruhe! Das ist Missachtung des Gerichts.
Es soll auf dieser Insel ein praktisch allwissendes Orakel geben. So ist es. Allerdings sprechen Leute von außerhalb normalerweise durch Spiegel mit ihm. Ich schätze mal, es ist in dem runden Gebäude da drüben? So ist es. Und du bist nicht hier, weil du mich bestehlen willst? Oder um deine Freunde zu retten? Nein, weder noch. Wir wollen auch gar nicht gerettet werden. Ich lasse euch Jungs jetzt alleine weiterspielen. Na, hört mal. Immerhin geht es hier um Tod oder langsamen, schmerzhaften Tod. Komm schon, Ivo. Meine Hände schlafen langsam ein. Komm hier nicht so. Du hast mich ohne ein Wort sitzen gelassen, du... Du... Mensch! Ohoho. Willst du vielleicht die Staatsanwältin sein, meine Liebe? Was ist das? Ach, das ist nicht so, wie es aussieht. Nicht so, wie es... Hast du eine Wassermelone verschluckt? Also schön, ich bin schwanger, aber ich habe nicht... Kaum bin ich weg, schmeißt du dich dem nächsten Kerl an den Hals? Ich habe mich niemandem an den Hals geworfen. Du bist einfach abgehauen. Aber nur, weil... Ich bin nicht schwanger. Lass mich einfach in Ruhe, Nate Bonnet. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ruhe! Die Angeklagten heulen nur verzweifelt auf, wenn sie dazu aufgefordert werden. Das Tor ist verschlossen. Der Staatsanwalt scheint mit der Prozessführung etwas überfordert zu sein. Zumindest macht er keinen sonderlich professionellen Eindruck. Er hat mich noch nicht einmal ausreden lassen. Er verschwindet einfach. Er lässt sich wieder auf irgendwelche krummen Geschäfte ein und er will mir ein schlechtes Gewissen machen? Ich helfe ihm da nicht raus. Soll er sich vom Vieh helfen lassen? Er hat mich noch nicht einmal aus... Ich bin nicht sauer auf das Vieh. Zwar ist es genauso wie Nate wortlos verschwunden, aber es gehört zu Nate. Wo Nate ist, ist auch das Vieh. Zum Beispiel im Büßerbalken in einer Gerichtsverhandlung. Ach, das Vieh kommt schon klar. Egal, was diese Scharade hier ergibt. Es lässt sich nicht unterkriegen und schleift den Trottel bestimmt hinter sich her. Ach, das... Egal. Gäbe es hier eine Jury, müsste mich der Staatsanwalt nur kurz in den Zeugenstand rufen und Nate könnte keine Gnade erwarten. Eine schwangere junge Frau ohne Erklärung im Stich zu lassen, das macht sich nicht gut für einen Angeklagten. Nate hat viel von seiner alten Nemesis, dem roten Piraten, erzählt. Einer der Kopfgeldjäger des Roten muss ihn erwischt haben. Ich meine, selbst Nate wäre nicht dumm genug, freiwillig hierher zu kommen. Mit dem Schlüssel kann man vermutlich die Büßerbalken aufschließen. Hätte ich vor, einen der beiden zu befreien, würde mich das bestimmt sehr interessieren. Etwas Rundes unter einem Tuch. Es bewegt sich. Was befindet sich denn unter dem Tuch? Er ist schrecklich. Der Rote will nicht damit rausrücken, hütet das Ding wie seinen größten Schatz. Eine Insel, auf der es eigentlich vor Piraten wimmeln sollte, wurde verlassen. Es gibt einige Steinstatuen, der einzige Überlebende ist ein Sammler magischer Artefakte und er versteckt etwas Kopfgroßes unter einem Tuch. Der Kopf der Medusa, würde ich tippen. Er ist... schrecklich. Das hatte ich auch schon vermutet. Ich ziehe nur nicht so gerne voreilige Schlüsse. Der Kopf der Medusa ist eine gefährliche Waffe. Ganze Armeen wurden mit ihm aufgehalten. Mir wäre es lieber, wenn er sich nicht im Besitz eines labilen Piraten befinden würde. Der Herr Richter muss sich auf seinen Prozess konzentrieren. Besser, ich lasse ihn in Ruhe. Das bisschen Wasser im Trog sieht sehr dreckig aus, als hätte sich ein Schwein darin gesuhlt.
Ich habe in den Trog gelegen. Am besten machst du deinen eigenen Witz daraus. Ich nehme keine Geschenke von dir an. Das Wasser ist... Piraten haben nicht viel Sinn für Schönheit. Dafür sind sie praktisch veranlagt. Hier wachsen von Kartoffeln bis Hanfpflanzen alles, was Piraten so brauchen. Ich habe keinen Hunger und ein Hanfseil will ich auch nicht flechten. Ein Haus ohne Ecken, das muss es sein. Das ist... also... wenn man... nein, keine Ahnung, was das ist. Eine Luke in der Wand. Nichts drin. Eine Flasche? So etwas wie Kartoffelchips? Und Toilettenpapier? Enermax, der Energy Drink, gibt Energy to the Max. Plus 2 Ausdauer, minus 2 Intelligenz. Das Zeug besteht praktisch nur aus Wasser, Zucker und Farbstoffen. Und jetzt? Soll ich etwa den ganzen Krempel besorgen, damit ich reingelassen werde? Mir tun die Füße weh. Hier ist es heiß und ich habe mich gerade mit meinem Ex-Freund gestritten. Wehe, deine Informationen sind nichts wert. Das Gebäude hat keinerlei Fenster. Diese Tür scheint der einzige Zugang zu sein. Nichts. Und ich sehe keine Türklinke oder dergleichen. Kartoffeln für Kartoffelchips. Das ist ein Anfang. Das muss reichen. Das Wasser ist ziemlich dreckig. Es wurde seit langem nicht mehr erneuert. Das ist die Flasche dieses Energy Drinks. Ich glaube kaum, dass ich etwas in der Art hier auf der Insel finde. Laut Etikett sind die Zutaten im Wesentlichen Wasser. In Ordnung. Die Flasche ist voll. Wenn ich Kartoffelchips machen will, muss ich die Kartoffeln zunächst in dünne Scheiben schneiden. Bilder von Schiffen, Zeichnungen von Frauen mit Kleidungsfehlfunktionen und eine Petition. Nichts Interessantes dabei. Nate hat oft von dieser Insel erzählt. Er hat seine Kindheit in Neu-Altdorf verbracht. Aber es war immer sein Ziel, hierher zu kommen. Tugator, die fliegende Insel der Piraten, war der Ort, an dem es ein Junge von der Straße zu etwas bringen konnte. Wenn es nach mir geht, kann er den Rest seines Lebens auf diesem Felsen verbringen. Ein Seil. Ich möchte wetten, von guter Qualität. Piraten kennen sich mit sowas aus. Die Medusa verwandelt jedes Lebewesen zu Stein, das sie betrachtet. Das ist ein uralter Zauber, tausende Jahre alt. Ich würde den armen Menschen gerne helfen. Aber diese alte Magie ist sehr mächtig. Damals kannten die Menschen die Naturgesetze noch nicht. Die Magie konnte praktisch tun und lassen, was ihr gefiel.
Hm. Ein Klamottengeschäft. Ich mag keine umständlichen Kleider, wie Mutter sie mir immer aufdrängen will. Aber abgerissene Kleidung für männliche Piraten? Es muss doch auch etwas dazwischen geben. Kopftücher für Piratenglatzen, verwegene Augenklappen, abgerissene Seile als Gürtelersatz. Nein, das kann ich alles nicht gebrauchen. Moment, aber hier, so ein Haken könnte nützlich sein. Ein Haken als Handersatz eines unglücklichen Piraten. Er hat eine Manschette, mit der man ihn eng an den Arm binden kann. Ich weiß nicht genau, was für ein Farbstoff in so einen Energy Drink gehört, aber was spricht gegen Purpur? Tja, dein Verteidigungsmechanismus wirkt nicht allzu gut, oder? Beruhige dich, ich habe, was ich brauche. Das Färbemittel kommt in die Flasche. Vielleicht finde ich auf der Mary etwas, das ich gebrauchen kann. Frage ist nur, wie ich darüber komme. Ich würde Butterblume gerne seine wohlverdiente Pause gönnen. Ich müsste die Manschette des Hakens eng ums Seil knoten können. So. Hält. Das wäre einfacher, wenn ich meine Füße noch sehen könnte. Wir sind damals nicht auf direktem Weg von Seefels in den Elfenhain geflogen. Wir haben einige Abstecher gemacht und uns Aventasien angeschaut. Einmal trieben wir 3 Tage und Nächte über dem Meer, weil Nate und Wilbur versucht hatten, der Dampfmaschine mehr Power zu geben. Es war wunderbar. Die Ruhe, das Meer, das Mondlicht und die beiden Ingenieure, wie sie das Ding jeden Tag nur noch kaputter machten. Eine klebrig aussehende Dose mit irgendeiner Art von Schleim. Im Elfenhain haben wir keine Maschinen. Aber Wilbur erzählte mal etwas davon, wie er als Kind dafür zuständig war, alle Maschinen im Gnomenbau zu ölen und zu fetten. Ich könnte mir vorstellen, das Zeug in der Dose ist solch ein Schmierfett. Als ich Nate zum ersten Mal sah, saß er in genau diesem Käfig. Die Kopfgeldjägerin Marsas hatte ihn geschnappt. Und er schaffte es, mich davon zu überzeugen, er sei ein fähiger Luftschiffkapitän, der mir bei meiner Aufgabe helfen könne. Ich fand ihn unverschämt und großspurig und ungeschickt und irgendwie auch süß. Ich hätte mich nicht mit ihm einlassen sollen. Das Herz ist ein schlechter Ratgeber, wenn es um Liebe geht. Ich weiß nicht, was aus Marsas geworden ist. Nate hat sie in den wilden Landen irgendwie ausgetrickst. Vielleicht ist sie zurückgekommen, hat ihn doch noch erwischt und dann hierher gebracht. Nachdem wir die Erzhexe besiegt hatten, kehrten wir zurück zum Tempel, wo wir die Mary zurückgelassen hatten. Wir flogen mit ihr nach Seefels und Nate feuerte 3 Salutschüsse ab. Es gab nur wenige Verletzte, aber ich bat ihn trotzdem, damit aufzuhören. Nate und das Vieh halten nicht viel von Ordnung. In den ersten Tagen unserer Rundreise mit der Mary habe ich noch hinter ihnen hergeräumt. Das habe ich dann aber schnell aufgegeben.
Das ist Nates Glückskopftuch. Er hat es immer getragen, wenn er mit der Mary in stürmisches Wetter geraten ist. Das Vieh und ich haben uns darüber lustig gemacht, dass es jedes Mal mit Glück zu tun hat, wenn Nate hinters Steuerrad tritt. Butterblume ist zu erschöpft, um mich noch viel weiter zu tragen. Aber die Mary kann ich auch nicht einfach stehlen. Sie und Nate sind ein eingeschworenes Team. Sie würde nicht auf mich hören. Nate hat mir die Grundlagen der Navigation erklärt. Naja, er hat es die Grundlagen genannt. Ich bin mir ziemlich sicher, es war alles, was er darüber weiß. Und noch ein paar Dinge, die er sich gerade ausgedacht hatte. Prinzessin Ivo? Was tust du denn hier? Hallo, Mary. Bist du hier, um Kapitän Nate erneut das Herz zu brechen? Hat er dir das erzählt? Er hat mich verlassen. Einfach so. Das ist doch lächerlich. Er liebt dich. Er ist voller Hoffnung von Bord gegangen. Und 30 Minuten später war er ein anderer Mensch. Du hast Nein gesagt, richtig? Er wollte mir also in der Nacht einen Heiratsantrag machen? Er hatte einen Ring und er hat sich einen feinen Anzug aus dem Schrank da genommen. Ja, ein Antrag mit allem drum und dran. Er war so nervös. Er hat den ganzen Tag heimlich geübt. Mindestens 100 Mal hat er mich gefragt und ich musste sagen, wie es mir gefiel. Mich hat er kein einziges Mal gefragt. Nicht? Ich war überzeugt, deine Ablehnung war der Grund für unsere plötzliche Abreise. Ich habe einige unschöne Dinge über dich gesagt. Aber Kapitän Nate wollte davon nichts hören. Als er mit dem Ring die Kajüte verließ, habe ich ihn zum letzten Mal glücklich gesehen. Er ist einfach verschwunden, ohne ein Wort. Und einen Heiratsantrag habe ich nie bekommen. Aber es muss doch etwas vorgefallen sein. Warum sollte er einfach gehen? Ich wachte auf und wollte rüber zu ihm. Aber Mutter fing mich ab. Sie erklärte mir, Nate sei in der Nacht ohne Nachricht verschwunden. Ich war mir sicher, dass es nur ein Missverständnis war und er zurückkehren würde. Aber er kam nicht. Oh, Schätzchen, das ist ja schrecklich. Erst war ich verzweifelt, dann wütend. Irgendwann habe ich mir selber Vorwürfe gemacht. Ich bin eine moderne Elfenprinzessin. Warum heule ich wie eine dumme Göre, nur weil mich ein Kerl verlassen hat? Und was hat euch nach Tugator verschlagen? Kapitän Nate ließ sich in Bonzing mit einem kleinen Kopfgeldjäger ein. Ein Gnom, glaube ich. Ich wollte es kaum glauben, als er mir den Kurs gab. Aber er meinte, es sei sehr wichtig. Das Wichtigste auf der ganzen Welt. Eine verfluchte magische Lampe war ihm also das Wichtigste, hm? Als Tugator am Horizont erschien, hat Nate sich vom Kopfgeldjäger in Ketten legen lassen. So wie ich vom roten Piraten in Ketten gelegt wurde, als wir die Insel schließlich erreichten. Am nächsten Tag spürte ich, wie die Kette sich löste. Dann gab es viel Geschrei und Lärm. Und seitdem frage ich mich, was los ist. Und dann kam ich die Treppe hinunter. So ist es. Die Prinzessin, die meinem Kapitän so viel Kummer bereitet hat. So dachte ich zumindest. Was immer der Grund für seine Flucht war, er hätte mir nicht einfach ohne Erklärung den Rücken kehren dürfen. Nicht, dass ich ihn verteidigen will. Aber vielleicht hat er kalte Füße wegen eures Kindes bekommen. Ich wusste gar nicht, dass ihr schwanger seid. Ich gratuliere euch. Oh, das Kind ist nicht von ihm. Was? Du verlogenes Miststück! Meinem Kapitän Nate schöne Augen machen und dann mit anderen herumhuren? Und ich, gutgläubige Schnepfe, hätte dir deine Lügen beinahe abgenommen. Na, warte! Ungefähr so hat Nate auch reagiert.
Ich habe und hätte ihn nie betrogen. Meine Schwangerschaft ist mir selbst noch ein Rätsel. Aber danke für euer Vertrauen. Die Mary ist genau wie Nate. Sie zieht einfach falsche Rückschlüsse und gibt mir keine Gelegenheit, mich zu erklären. Das ist so unfair. Die Mary ist Wir hatten viel Spaß mit dem Schrank. Oder vielmehr mit den Kostümen da drin. Wir haben jeden Abend eine kleine Modenschau veranstaltet. Vor allem Vieh und Wilbur sahen die meiste Zeit zum Schreien aus. Eine schöne Zeit. Ich will nicht im Schrank herumstöbern. Zu viele Erinnerungen. Das Vieh schüttet Unmengen Zucker in seinen Tee. Das hat es von Nate. Sie haben beide den Sinn des Teetrinkens nicht verstanden. Man erhitzt Wasser, gibt Tee hinzu und tut dann so, als würde es nach irgendetwas schmecken. Zucker und Milch stören da nur. Eine gute Handvoll. Das muss reichen. Im Ofen glüht ein ganzer Haufen Kohlen. Vielleicht nicht genug, um der Mary Dampf zu machen. Aber sicherlich genug, um ein halbes Schwein mit Erdbeermarmelade und sauren Gurken zu grillen. Habe ich das gerade gesagt? Chaos, wohin das Auge blickt. Nate ist und bleibt ein Pirat. Und daran wird sich nichts ändern. Seltsames Gefühl, wenn man weiß, dass man von der anderen Seite des Spiegels beobachtet wird. Ich besorge deine bescheuerten Opfergaben. Da gibt es nichts zu glotzen. Nate behauptet immer, er hätte den Schminktisch des roten Piraten noch nicht rausgeschafft, weil er nicht durch die Luke passe. Aber meine Theorie ist, dass sich der feine Herr selber ganz gerne von Zeit zu Zeit im Spiegel betrachtet. In Ordnung. Ich schneide die Scheiben so dünn wie möglich. Die dünnen Kartoffelscheiben kommen in die Pfanne. So. Die Schalen habe ich dran gelassen. Das sorgt für extra Geschmack. Sobald ich ansonsten fertige Kartoffelchips habe, kann ich sie salzen. Vorher macht das keinen Sinn. Öl und Fett werden zwar tatsächlich beim Kochen eingesetzt, aber ob das gemeint ist? Was soll's. Also schön. Große Hitze, kochendes Fett und dünne Kartoffelscheiben. Sollte funktionieren. Oh ja, man riecht es schon. Fertig. Wenn ich nicht wüsste, dass wieder nur meine Hormone sprechen, ich würde mir glatt ein paar davon genehmigen. Als krönender Abschluss kommt noch das Salz auf die Chips. Fertig. Eine nicht zu unterschätzende Menge Zucker. Grundlage vieler Getränke. Das ist Nates Lieblingskopftuch. Ich helfe ihm da nicht raus. Ach, das Vieh kommt schon klar. Egal. Entschuldigung, Herr Richter? Ja?
diese drei Zeichen über der Luke beim Observatorium... Das sind Opfergaben. Wenn man das Orakel vor einer großen Fahrt nach dem Wetter fragen will, legt man die Dinge, die das Orakel haben will, in die Luke und wird dann zu ihm vorgelassen. So ungefähr habe ich mir das schon gedacht. Das Orakel will einige ungewöhnliche Dinge haben. Das ist häufig so. Es ist ein seltsames Wesen und ziemlich unverschämt. Mehr als einmal wollten wir es von der Insel verbannen. Aber dann hat es uns jedes Mal vorhergesagt, was das für schreckliche Konsequenzen hätte. Und wir haben es gelassen. Wo soll ich die Sachen herbekommen? Alle Läden sind geschlossen. Es gab da eine Art Unfall und die Bewohner der Insel sind vorübergehend verreist. Ich behalte als Ihr vertrauenswürdiger und zuverlässiger Anführer Ihre Sachen im Auge. Lass dir also nicht einfallen, etwas zu stehlen. Würde mir nie in den Sinn kommen. Wie läuft die Gerichtsverhandlung? Nicht übel. Der Angeklagte verheddert sich in einem Netz aus Widersprüchen. Diese gesamte Veranstaltung ist doch lächerlich. Und ich bin unschuldig. Siehst du? Warum gibt es diese Gerichtsverhandlung überhaupt? Ich dachte, unter Piraten werden solche Dinge informeller geregelt. Das ist der neue Wind, der auf Tugator weht. Keine impulsiven Bestrafungen mehr. Hier herrschen Recht und Ordnung. Es ist für jedermann sicher, zurück auf die Insel zu kommen. Dem Roten sind die Piraten weggelaufen und jetzt macht er einen auf besonnener Anführer. Ruhe! Ich denke, ich habe die Verhandlung lange genug gestört. Richtig. Wo waren wir? Wie es aussieht, muss ich eine Flasche von diesem seltsamen Energy Drink, ein paar Kartoffelchips und... Toilettenpapier besorgen. Seltsame Opfergaben. Das wäre das. Ist Nates Lieblingskopftuch. Ich kann doch nicht... Viel Spaß damit. Also schön. Sesam, öffne dich. Du willst mich wohl verarschen. Ich werde einen Dreck tun und dir verdammtem die in den schieben. Es tut mir leid. Ich sollte mich nicht so aufregen. Noch einmal sachlich. Wenn du jetzt nicht sofort diese Tür öffnest, werde ich dafür sorgen, dass dieses Gebäude 3000 Meter unter uns auf den Felsen zerschellt. Dann werde ich alles auf dieser Insel anzünden und die brennende Insel auf deinen zerbrochenen Körper hinabstürzen lassen. Und danach werde ich wütend. Ich sehe, wir haben uns verstanden. Geh nicht auf den Dachboden, du dumme Kuh! Erdbeertorte! Oh nein, Schätzchen, er wird dich nur betrügen. Du bist also dieses Orakel. Gut geraten, Prinzessin Ivo. Du bist kleiner, als ich gedacht habe. Was sollte das mit diesen Opfergaben? Meinst du, ich spiele den Laufburschen für dich? Hast du doch bereits. Ich kann diesen Raum nicht verlassen. Biete eine wertvolle Dienstleistung. Und irgendwer muss ja meine Einkäufe erledigen. Oh, nicht die Tür! Rechts, rechts! Die Piraten haben dich also mit allem versorgt, was du zum Leben brauchtest? So ist es. Aber dann ist der Rote durchgedreht und hat sie mit dem dämlichen Kopf von der Insel vertrieben. Deswegen muss ich mich jetzt mit gefärbtem Zuckerwasser und Ekelchips herumschlagen. Du hast das mitbekommen? Natürlich, ich sehe alles. Aber in der Not... Ja, heirate sie ohne Ehevertrag, das ist bestimmt eine gute Idee. Was für ein Spiel spielst du?
Du hast mir im Elfenhain gesagt, ich würde früher oder später hierher kommen. Also, kannst du die Zukunft sehen? Die Spiegel zeigen manchmal die Zukunft oder mögliche Varianten der Zukunft. Warum hast du Wilbur oder den Erzmagier nicht davor gewarnt, was passieren würde? Wie hätte ich auf mich aufmerksam machen sollen? Außerdem beobachte ich nur. Ich greife nicht ein. Ach, lass ihn heulen. Er hat es verdient. Du greifst jetzt ein. Aber nur, weil es unbedingt nötig ist. Oh, mein Schiff! Wir sind gerettet! Ich habe den Frosch bei mir. Den Erzmagier, meine ich. Ich habe den Kampf gesehen. Spektakulär! Das kleine Mädchen und Wilburs Zauberstab. Hättest du das gedacht? Wie können wir Meister Alistair zurückverwandeln? Oh, das ist nicht so einfach. Er wurde nicht einfach in einen Frosch verwandelt. Er ist nun ein Frosch. Geh nicht, Johnny! Sie braucht dich! Aber er kann zurückverwandelt werden? Vielleicht. Sein Bewusstsein und seine Seele sind an einem anderen Ort, aber noch sind sie durch eine schwache Brücke mit dem Frosch und dieser Welt verbunden. Also besteht Hoffnung? Ja, aber nur geringe. Du musst... Bäm! Mitten ins Gesicht! Das tat weh. Wie können wir den Geist des Erzmagiers zurück in diese Welt holen? Der rote Pirat besitzt einen magischen Kompass. Er deutet immer in die Richtung dessen, was der Besitzer am meisten begehrt. Im Falle des Erzmagiers hoffentlich einen Weg zurück ins Leben. Im verschollenen Buch der Toten steht, wie man einen Geist zurück in diese Welt rufen kann. Doch ohne einen Lebensfunken wird er sofort wieder vergehen. Ein magischer Kompass, ein verschollenes Buch und ein Lebensfunke. Klingt nicht nach einem Spaziergang. Deswegen habe ich dich hierher gelockt. Oh nein. Nein, nein, nein. Du brauchst sie, Ivo. Du schaffst diese Aufgabe nicht ohne die beiden. Du sagtest, das Buch der Toten sei verschwunden. Gibt es einen Anhaltspunkt, wo es sich befinden könnte? An einem Ort ohne Spiegel. So viel ist sicher. Es wurde in der legendären Wüstenstadt Lorem Ipsum aufbewahrt und ist mit ihr in der Umzu-Wüste untergegangen. Mehr ist nicht bekannt. Lorem Ipsum. Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. Eine sehr alte Stadt, die irgendwann den Kampf gegen den Sand verloren hat. Ich werde sie aufspüren und in ihr das Buch der Toten. Ich werde die drei Dinge besorgen und den Erzmagier zurückverwandeln. Alleine. Nein, wirst du nicht. Ich habe eine Zukunft gesehen, in der du scheiterst, Ivo. Eine Zukunft, die du nicht erleben willst. Aber es ist nur eine mögliche Zukunft. Das ist richtig. Aber willst du riskieren, dass sie eintritt, nur weil Nate dir auf die Nerven fällt? Er fällt mir nicht nur auf die Nerven. Ich weiß. Es ist... Was? Das ist doch niemals eine wertvolle Antiquität. Also gut, ich werde die beiden da raushauen. So einfach ist das nicht. Du vergisst den Kopf. Den Kopf der Medusa? Ich habe ihn gesehen. Zum Glück nur durch meine Spiegel. Er ist schrecklich. Wenn du versuchst, Nate und das Vieh mit wehenden Fahnen zu befreien, würde der Rote den Kopf enthüllen und dann kann kein Zauber dieser Welt euch retten. Was schlägst du vor? Du musst die Gerichtsverhandlung gewinnen. Erscheint dir das bei dem Richter nicht ein wenig unwahrscheinlich? Nicht mit der richtigen Verteidigungsstrategie. Den kannte ich noch nicht. Hallo, bei der Sache bleiben. Wie soll ich den Roten von Nates Unschuld überzeugen? Zumal ich mir ziemlich sicher bin, dass jeder einzelne Anklagepunkt sehr berechtigt ist. Natürlich hat Nate alles getan, was ihm vorgeworfen wird. Aber war es auch seine Entscheidung? Wie meinst du das? Wenn jemand von einem Voodoo-Fluch kontrolliert wird und dann jemanden umbringt, ist dann er der Mörder oder der, der die Puppe kontrollierte? Den Salat würde ich nicht essen. Was haben Voodoo-Puppen mit Nate und dem Diebstahl der Lampe zu tun? Tritt als seine Verteidigerin auf und sage dem Roten, Nate sei von einer höheren Macht kontrolliert worden. Der Rest wird von ganz allein passieren. Das ist doch verrückt. Vertraue mir, ich kann durch alle Spiegel sehen.
Und außerdem liebe ich Gerichtsdramen. Alles schön und gut. Die Frage ist, kann ich dir vertrauen? Was ist das denn für eine seltsame Frage? Egal, was ich antworte, du weißt es danach immer noch nicht. Vielleicht sagst du mir diese Dinge nur, weil dir langweilig ist und du Chaos stiften willst. Es passiert genug Spannendes auf der Welt. Ich will nur, dass es so bleibt. Wie meinst du das? Verwandle den Erzmagier zurück. Er kann es dir sagen. Also schön, dann gehe ich jetzt raus und... Psst! Er macht dir einen Heiratsantrag? Tja, danke für deine Hilfe. Hinter jedem Spiegel spielen sich tausende Leben ab. Ich sollte nicht hinsehen, aber es hat eine seltsame Anziehungskraft, andere Leute bei ihrem täglichen Leben zu beobachten. Das Orakel hat gesagt, die Geschichten würden sich immer und immer wiederholen. Ich glaube, das liegt daran, dass Menschen sich nicht wirklich ändern. Andere Orte, andere Beteiligte, dieselben Fehler. Auf diesem Spiegel ist kaum etwas zu erkennen. Vielleicht zeigt er die Zukunft, die ständig in Bewegung ist. Wüsste ich gerne, wann ich sterbe? Was aus dem hier werden wird? Nein, ich glaube, es gehört zum Leben, nicht zu wissen, was vor einem liegt. Vielleicht kannst du mir noch mal helfen. Psst, ist grad spannend! Das Orakel sagt, ich kann den Erzmagier nicht ohne meine Freunde zurückverwandeln. Es muss wohl sein. Hey, Richter! Jedem Angeklagten steht ein Anwalt zu, oder nicht? Ich werde die Anwältin der beiden sein. Tatsächlich? Wieso nicht? Als Richter ist mir in einem fairen Prozess gelegen. Niemand soll sagen, ich hätte die beiden zu Unrecht zum Tode verurteilt. Ich weiß nicht, ob ich von der vertreten werden will. Klappe! Die Angeklagten reden nur, wenn ihre Anwältin es ihnen sagt. Nun, was hast du zur Verteidigung der beiden vorzubringen? Er ist für seine Handlungen nicht allein verantwortlich, weil er von einer höheren Macht gesteuert wird. Ah, die Voodoo-Puppenverteidigung. Nein, es gibt eine höhere Macht, die ihn, uns alle, kontrolliert, glaube ich. Ja? Achtet auf den Wasserkrug. Das war der Wind. Nein, das war die höhere Macht. Wenn es eine höhere Macht gibt, dann soll sie diese Kokosnuss vom Baum holen. Das ist doch unmöglich. In der Tat. Du, dreh dich um. Deine höhere Macht soll dir verraten, wie viele Finger ich in die Luft halte. Es sind... drei Finger. Das ist Hexerei. Jemand beobachtet uns. Sie wollen uns kontrollieren. Und sie wollen mich um den Verstand bringen. Aber ihr kriegt mich nicht. Das war spitze. Wie hast du das angestellt? Ich weiß nicht. Du meinst... es gibt wirklich eine höhere Macht, die hier alles kontrolliert? Das kann nicht sein. Oh, höhere Macht, wenn es dich wirklich gibt, lass ein grünes Einhorn erscheinen. Siehst du, alles nur Einbildung. Also schön. Befrei mich.
Komm, Fee, wir gehen. Wie wäre es mit einem Dankeschön? Ich hab dich nicht darum gebeten. Und wir wären auch herrlich alleine zurechtgekommen, oder, Kumpel? Siehst du? Ich hätte dich einfach an diesem Balken verrotten lassen können. Ach ja? Ich hätte das nicht gekonnt. Aber ich bin es ja auch nicht gewohnt, meine Freunde zu hintergehen. Ich habe niemanden hintergangen. Fee, sag dieser Person, dass der Beweis ihrer Untreue mehr als sichtbar ist. Fee, sag dieser Piratenimitation, dass ich ihm nicht untreu war. Selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte ihm gar nicht untreu sein können. Er hat mich verlassen. Fee? Sag ihr, dass ich mir das nicht länger anhören werde. Nate, es geht um den Erzmagier und um Wilbur. Was ist mit denen? Der Erzmagier wurde verflucht und Wilbur wird wegen Mordes gesucht. Das ist doch Blödsinn. Der kleine Kerl tut keiner Fliege was. Wir müssen ihnen helfen. Ich kann nicht. Ich kann dich im Elfenhain absetzen, wenn du willst. Das ist ein Anfang. Der Lebensfunke ist dort bei meinem Vater. Ja, was auch immer. Bist du sicher, dass du den Elfenhain finden wirst? Also schön. Irgendjemand muss hoch zu meinem Vater und ihn um einen Lebensfunken bitten. Anschließend müssen wir Lorem Ipsum aufspüren. Hallo? Ich werde nicht helfen. Das ist dein Problem. Ich bin auch nicht begeistert davon. Aber das Orakel meinte, ich brauche Freunde, um die vor mir liegenden Aufgaben zu bewältigen. Dann würde ich vorschlagen, du suchst dir welche. Leb wohl. Aber ihr müsst mir helfen. Ich kann Mutter unmöglich so gegenübertreten. Die Götter wissen, was sie mit mir tun würde. Zu Recht. Ach ja? Dann sag ihm doch persönlich, dass du ihn im Stich lässt. Dem Frosch? Das ist der Erzmagier. Hast du mir überhaupt zugehört? Und was ist mit Wilbur? Tut mir leid. Es geht nicht. Ach, Fee, komm schon. Schau doch, was sie getan hat. Fee. Rutschkutsch, Levo. Fee. Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lässt. Und das ist auch gut so. Meine Mutter darf mich auf keinen Fall so sehen. Ich wurde über deine Ankunft informiert, Ivo. Oh, hallo Mutter. Ich habe mir Sorgen gemacht, Kind. Tja, tut mir leid. Vielleicht solltest du dich hinlegen und wir sprechen morgen über alles. Was ist mit dir? Warum drehst du dich nicht um? Warum drehst du dich nicht als erstes um? Die Gesellschaft dieses Menschen tut dir nicht gut. Deswegen habe ich ihm auch gesagt, dass er sich von dir fernhalten soll. Du hast was? Was hast du? Also, ich kann das erklären. Nicht nötig. Rutsch, rutsch, Levo.